Also unsere Messe ist ja nach Vastu ausgerichtet. Das ist die vedische Architekturlehre oder auch indische Architekturlehre. Und das ist der Mittelpunkt, der Vastu, der kosmische Mensch. Und wir laden hier die Elemente ein, also Feuer, Wasser, Erde, Luft und Raum, in der Messehalle zu Gast zu sein oder zugegen zu sein. Sie sind ja sowieso da, aber wir stellen es hier nochmal dar, dass sie uns unterstützen. Und die ganze Welt, sie wäre klamm. Und selbst der morgendliche Stau am Elbtunnel bekäme eine ganz neue Qualität. Mit Sehnsucht wird sie das nächste Stauende abfahren, dann Fenster herunterkurbeln und mit den Nachbarn kommunizieren. Wie sie da in ihrem Golf, fahren sie ein Stückchen vor, mir fehlt ein B in meiner Melodie. Die ganze Welt, sie wäre klang. Doch es ist nichts als ein Ölfass, auf seltsame Weise getrieben, auf das die Töne so blieben. Und da geht's ganz ohne Elektronik, mal ganz ohne Kabelgedöns, mal kein Computerprogramm, hier musst du alles selber tun. Und ohne Noten zu studieren, gehst du auf der Trommel spazieren, machst endlich deine eigene Musik. Meine Dinge sind, meine Sachen sind alles selber gemacht. Ich baue meine Rahmen selber, ich versorge die Schelle selber von der Schlachtung an. Sie können mit den Schamanen trommeln, ja, wie der Name schon sagt, schamanisch trommeln. Sie können damit Trommelreisen machen, aber Sie können auch Klangmassage machen, falls jemanden abtrommeln, ähnlich wie mit der Klangschale. Schamanistische Schwerter, die in Einzelanfertigung von mir gefertigt werden. Wir haben goldene Klinge, schwarze Damaszenerklingen, Standardstahl. Wichtig ist, die Schwerter sind ganz stumpf. Es sind also Friedensschwerter. Deswegen befinden wir uns hier auch auf einer Lebensfreudemesse. Es hat also nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Die Vielfalt hat mich hier unglaublich hergelockt, an Energie und Heilkräften mal kennenzulernen. Gekauft habe ich mir Chakren-Parfums. Das habe ich auf mich wirken lassen, ausprobiert, eine Wirkung gemerkt und habe sie mir auch gekauft. Und habe eben noch eine Anwendung bei einer Heilerin genommen. Und ich bin total begeistert davon.